Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück in der Alpha 3.7 und heute geht es um das Thema Mining oder um genau zu sein um einen richtigen Mining Guide für die Alpha 3.7. Das heißt, wir gucken uns heute das FPS Mining ganz genau an, wie es funktioniert. Wir gucken uns das Mining mit der Prospector, den steht es schon, an auf Planeten oder Monden und natürlich auch im Weltraum und auch dort auch nochmal das FPS Mining, weil das geht ja auch im Weltraum. So, bevor wir es aber machen, möchte ich gerne mit euch nochmal über ein anderes Thema sprechen, nämlich über das Thema Musik. Ihr wisst es ja, wie es ist. Es ist bei Let's Plays, aus meiner Sicht zumindest, ist es genauso wie bei Filmen oder bei Serien. Musik ist ein Atmosphärenunterstützer oder ein Atmosphärenkiller. Also man kann mit Musik eine ganze Menge kaputt machen, aber auch sehr, sehr viel richtig machen. So, bei Star Citizen ist es so, Star Citizen hat sehr, sehr viel schöne, sehr, sehr gute Musik. Leider läuft sie nicht dauerhaft. Und ich bin Fan davon, dass Musik einfach immer im Hintergrund permanent läuft. So, und aus diesem Grund habe ich ja schon lange meine eigene Playlist. Das Problem ist nur, die war besser so durchgewurschtelt und ihr habt auch immer wieder gesehen, dass ich rübergeswitcht habe und gesagt habe, oh, das ist zu laut, muss ich leiser machen und so ein Scheiß. Das hat heute ein Ende, denn es gibt eine Veränderung. Es gibt ab sofort nicht nur eine Playlist, sondern es gibt neben der Radio-Playlist, die haben wir ja sowieso schon, gibt es als Background-Playlist jetzt 3 Stück. Und warum es 3 sein müssen, will ich euch anhand von einem kurzen Beispiel zeigen. Nehmen wir mal, warte mal, ich gehe mal, bleib in der Außenansicht. Also es geht um die Spielatmosphäre, die ich auch erzeugen möchte, so ein bisschen. Nehmen wir mal diese Höhle. Ja? Wir kennen die Höhle nicht, wir wissen nicht, was da drin ist, wir haben keinen Schimmer und so weiter und so fort. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich hier für Musik abspielen kann. So, deswegen 3 Beispiele. Wir nehmen mal die normale Ambient-Musik von Star Citizen, die man so kennt, die auch relativ freundlich klingt. Na, ich gehe mal damit jetzt in die Höhle hier rein, machen wir die mal an. Ach ja, ein kleiner Höhlenausflug. Schön. Ach, hier ist bestimmt kein Gegner. Da passiert mir auch nichts. Kein Problem. Und wir mal reinsprinten hier. Schön. Ein schöner Tag. Wie jeden Tag. La 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 la. Eine Höhle. Eine Höhle. Na na. So, das wäre jetzt Variante Nummer 1. So, vielleicht bin ich weiterhin noch in der Höhle. Kommen wir jetzt zu Variante 2, was man mit Musik eben machen kann. Sagen wir mal, ich meinere ein bisschen. Ne? Meinern ist natürlich jetzt nicht irgendwie so Larifari-Scheiß, sondern meinern ist natürlich unglaublich episch und fühlt sich richtig geil an. Und deshalb muss man natürlich beim Mining entsprechende Musik auch abspielen können. Ne? Ich mache mal ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. Ja, Mining! Mega, mega geil! Voll episch! Ja, wo sind die Steine? Ich hol mir jeden Stein. Ich schnapp sie mir alle. Niemand kann mich aufhalten, denn ich bin der Miner. Der ultimative Miner. Ja! Oder Variante 3, man macht's einfach ordentlich. Und dann hat man natürlich eine Höhlen-Playlist, die dem Namen auch gerecht wird. Und hat eine etwas düstere Musik vielleicht. Ja, weil die Höhle ist ja dunkel, man sieht nicht allzu viel. Man kennt sich nicht aus, man weiß nicht, was einen hier wohl erwartet. Alles ist ein bisschen mysteriös und unbekannt. Was wird hinter dem nächsten Stein auf uns lauern? Wir wissen es nicht. Wir werden vorsichtig vorgehen. So, ne? Also ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. So oder so ähnlich wird es also ab sofort sein. 3 Playlisten für 3 verschiedene Szenarien. Einmal für den Kampf mit epischer Musik, einmal für das normale Rumfliegen bzw. irgendwo normal unterwegs sein mit normaler Ambient-Musik und einmal eine Höhlen-Playlist oder auch eine für düstere Orte. 3 Playlisten für 3 Varianten, wo man sich aufhalten kann. Ich denke, das ist cool. Ihr könnt mir gerne dazu Feedback mal geben, wenn ihr es noch ein bisschen genauer gehört habt oder auch jetzt schon, wie ihr mögt. Was ist eure beste, also welche Mining-Musik würde euch hier am besten gefallen? Und ich würde sagen, an der Stelle jetzt machen wir einen kleinen Cut nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder beim Mining mit dem Mining-Tool.
So, Freunde, also auf geht's zum Mining. Was wichtig ist beim FPS-Mining, ganz, ganz wichtig. Ich will es einmal ganz kurz zeigen. Wir machen mal das Mobi-Glas auf. Wir brauchen dazu nämlich etwas. Wir können das nicht einfach so machen. Wir brauchen zum einen einen Rucksack. Ne, denn wir brauchen ja irgendwie einen Inventarplatz, um auch die Steinchen, die wir abbauen, aufzunehmen. Dazu bietet sich an der Mac Flex Rucksack Core. Den gibt es übrigens auch in Port Orlesa. Falls ihr den kaufen müsst, dann könnt ihr das dort tun. Allerdings lohnt sich das nicht wirklich, denn wir brauchen noch was anderes, nämlich, Entschuldigung, unter Utility ist es hier, das Pyro Multitool inklusive dem Mining Attachment Laser. Ne? Das ist hier quasi das Multitool, dieses kleine Ding, was ihr auch schon vorhin gerade gesehen habt. Das gibt es nicht in Port Orlesa. Dazu müsst ihr beispielsweise nach Lorville, also nach Hurston. Also ihr kommt sowieso nicht dran vorbei, könnt ihr also auch den Rucksack gleich in Hurston mitkaufen. So, wenn ihr diese beiden Dinge habt, übrigens den Preis habe ich jetzt gerade vergessen, die kosten ein bisschen was, aber mit dem Startgeld müsstet ihr hinkommen. Der Rucksack kostet 1000 und der Multitool kostet ein bisschen mehr, glaube ich. Bin ich gerade überfragt. Aber egal, allzu teuer ist es nicht, ne? Geht auf jeden Fall klar. Dann zieht es einfach an und könnt minern. Das geht damit. Und wir haben auch hier ein Interface. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal in eine Höhle rein. Denn wir müssen dazu beispielsweise in eine Höhle gehen, um einen Stein zu finden, den wir abbauen können. Höhlen findet ihr natürlich, indem ihr eine Quest annehmt, die euch zu einer Höhle führt. Und dort angekommen, müsst ihr jetzt nicht unbedingt die Quest machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Investigate Missing Client Sherman Takahashi. Aber das ist egal. Also ich wollte eigentlich nur zur Höhle schnell kommen und dann muss man hier so ein bisschen rumgucken. Mit T könnt ihr die Taschenlampe anmachen und könnt euch in der Höhle entsprechend umsehen. Und das werde ich jetzt auch mal eben offscreen erledigen, um einen Stein zu finden, den wir minern können. Also, bis gleich. So, wenn wir dann also den Stein unseres Vertrauens gefunden haben, irgendwo in dieser wunderschönen Höhle, ja, dann sieht das etwa so aus. So, ihr erkennt es immer ganz gut an diesen Erz... Ne, jetzt ist alles schwarz. Also ihr seht es ganz gut an diesen kleinen Erzdingern, die da rausgucken. In dem Fall jetzt sind sie lila, gibt bestimmt noch andere Farben. Und dann machen wir Rechtsklick und nehmen das Ding mal ins Visier. Dann scannt unser Mining-Tool diesen Brocken und sagt uns, was das ist. In dem Fall ist das Aphorit. So, und jetzt können wir einfach Folgendes, oder jetzt müssen wir erstmal Folgendes wissen. Auf der linken Seite des Interfaces haben wir jetzt die Anzeige, wo unser Energielevel hin soll. Also wir müssen den jetzt quasi, muss mal sozusagen, das Miner funktioniert so, wir bringen den Stein zu einer kontrollierten Explosion. Bei dieser kontrollierten Explosion geht das Erz nicht kaputt, sondern es wird quasi aus dem Stein rausgesprengt. Okay? Und dieses kontrollierte Level ist dieser grüne Bereich. Dort ganz links, fast, also ein bisschen unterhalb von der Mitte, ist ein grüner Balken und noch ein grüner Balken und direkt über dem Grün ist ein roter Balken. Und zwischen diesen beiden Grünen muss der Balken quasi sein am Ende. So, ich mache mal Folgendes. Ich drücke mal auf die linke Maustaste. Dann können wir jetzt hier minern. Jetzt passiert halt erstmal noch gar nichts. Warum nicht? Weil wir haben unten die Batterie. Die ist, soweit ich das sehe, unendlich aktuell. Das kann sich aber auch nochmal ändern später. Und das rechte ist der Energie, die Energiezufuhr auf den Laser. Mit dem Mausrad können wir diesen jetzt erhöhen. Ihr seht es hier, ne? Das ist immer in Prozent. Und jetzt müssen wir mal so weit machen, dass wir links sehen, dass sich der Balken langsam füllt. Das werdet ihr gleich sehen. Ich gehe noch weiter hoch. Am Anfang ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Ah ja, da haben wir auch einen Balken, der sich langsam aber sicher füllt. Wenn es nicht richtig funktioniert, einfach mal noch ein bisschen näher rangehen. Denn die Entfernung spielt eine Rolle. Der Laser verliert gewissermaßen mit der Distanz Energie. Ne? Also ihr könnt mit dem Mausrad nach oben schalten oder auch näher rangehen. Beides funktioniert. So, jetzt steigt er. Und jetzt sollen wir langsam schon so ein bisschen runterscrollen wieder, dass er nicht zu schnell in den grünen Bereich geht. So. Und jetzt ist er im grünen Bereich. Und dann füllt sich dieser grüne Bereich auf. Ihr seht, er steigt weiter. Wir gehen also weiter runter von der Energie. Das ist ein bisschen Übungssache. So, schön austarieren, dass er in der Mitte bleibt. Wieder ein bisschen hochgehen, wenn er zu weit runterfällt. Und einfach warten, bis der grüne Balken voll ist. Also jetzt gleich. Pam. So, das meinte ich mit der Sprengung. Jetzt machen wir rechte Maustaste und können jetzt die ganzen kleinen Steinchen hier aufsammeln. Das ist alles pures Erz. Es ist kein Restmüll mehr mit dabei. Ihr seht es nicht, der Rest des Steins ist komplett vernichtet. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir können die jetzt hier mit F anklicken
Und dann hier, man kann es schwer lesen, machen wir mal so. Es gibt Stow, es gibt Carry und es gibt Inspect. Wir machen Stow, denn Stow heißt so viel wie verstauen, also einstecken, zack, eins nach dem anderen. Ihr könnt auch das Mining-Tool mal da weiter wegstecken. Machen wir auch weg hier. So, und dann können wir hier, glaube ich, ein bisschen besser aufheben. Weil da beim Mining-Tool, wenn ihr es noch in der Hand habt, immer so dumm rumwurschtelt damit. Ne? So, eins nach dem anderen hier. So, der nächste. Das Looten ist noch nicht wirklich geil. Also schöner wäre es, wenn man das irgendwie einfacher looten könnte. Einfach nur so mit F oder so. Keine Ahnung. Das wird sich hoffentlich auch nochmal ändern. Aber es reicht erstmal. Hauptsache, wir können looten. Ne? Sage ich immer, das ist das Wichtigste. Huch. Achso, den habe ich das schon. Dann nehmen wir den hier auch noch mit. Zack. Und komme ich da noch ran? Warte mal, ich duck mich mal. Okay, den will er offenbar nicht haben. Okay, dann bleibt es halt so. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist der Kram jetzt eigentlich? Nun, der Kram... Was liegt denn hier? Ah, guck mal, hier ist noch was. Was ist das? Ich mach mal Inspect. Was ist das hier? Irgendein grüner Stein? Das ist ein anderes Material. Okay, dann stecke ich es mir einfach mal mit ein. Also ihr findet verschiedenste Dinge. Also ihr müsst jetzt nicht zwingend meinen, ihr könnt auch so rumlaufen. Und hier liegt noch was rum, das wäre ich da hingeflogen. Zack. Ja. Und ihr könnt auch Pflanzen sammeln, dazu später noch mal ein bisschen mehr. Also verschiedene Dinge. Ja, nur mal jetzt am Beispiel hier vom Mining wäre das so. Also, wo ist jetzt der ganze Kram? Nun, er ist in unserem Rucksack. Und zwar gehen wir mit der... Also wir halten die F-Taste gedrückt und dann haben wir unten so einen Punkt. Den klicken wir an. Da können wir auch die F-Taste loslassen. Und jetzt haben wir hier verschiedene Materialien drin. Ne? Einmal das Dollivin. Das ist das Grüne, was ich gerade aufgesammelt habe. Und neunmal Aphorit. So. Und das ist jetzt unserem persönlichen Inventar. Wir können das jetzt theoretisch anklicken. Wir können das jetzt entweder droppen oder in eine Box packen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich will euch zeigen, was der Kram wert ist. Denn das Problem ist, dass das noch ein bisschen verbuggt ist. Mit diesen Boxen. So richtig klappt das noch nicht. Ne? Deswegen mache ich erstmal Exit und wir hauen hier erstmal wieder ab. So. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich fliege jetzt einfach mal zum Verkaufen. Nicht, dass jetzt das Server abschmiert und dann ist die ganze Chose wieder weg. Es wird nämlich nicht wirklich gespeichert, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls nicht immer. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder beim Verkaufsterminal. Die sind übrigens, für alle, die ganz neu bei Minern sind und schon die Trading Guides geguckt haben, oder noch nicht geguckt haben, guckt es euch mal an. Dort findet ihr immer eine Übersicht, wo die Displays sich befinden, wo ihr was verkaufen könnt. Und an derselben Stelle sind, oder ganz direkt daneben quasi, sind dann auch die Mining-Displays. Das sind also extra Displays, zeige ich euch aber gleich, auf Hurston oder besser gesagt in Lorville. Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich auch schon auf dem Weg zum Administration Office in Lorville. Und da können wir nämlich jetzt den ganzen Kram verkaufen. Ich werde aber nicht alles verkaufen. Ich werde mir eins mal aufheben und euch das nochmal versuchen, mit der Box zu zeigen. Vielleicht bleibt sie ja diesmal stehen. Mal gucken. So, genau. Hier sind die Displays. Ich vergesse auch immer selber, welches für welches ist. Es steht auch nirgendwo dran. Ich gehe einfach mal hier ran. Mal gucken, ob das Richtige ist. So, mal Chat wegmachen hier. Sell. So, und dann können wir hier oben die Location wählen. Und in dem Fall ist es hier unser persönliches Inventar. Ne? Das oberste. Zack. Und da seht ihr, wie viel Geld das bringt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Also ich möchte darauf hinweisen, dass das ein Stein war. Ne? Das Zeug hier, das war ja for free, das habe ich nur so mitgelootet. Wir haben einen Stein gemeinert. Das hat 5 Minuten, ne, nicht einmal, also mit reinlaufen 3 Minuten gedauert. Ne? Das brachte uns also in dem Fall 1372 Tacken. Ultra, ultra wertvoll. So, das verkaufen wir jetzt. Ne? Ihr könnt auch hier weniger verkaufen. Aber er nimmt automatisch immer alles, weil was wir sonst damit treiben, ne? Weg damit. So, 1300 Attacken, pam. So, und jetzt haben wir noch das Dollivin, das ist eh ein bisschen weniger wert. Da können wir es mal ganz kurz testen. Also, wir machen das Inventar auf. Zack. Und wir haben jetzt hier dieses gute Stück. Das nehme ich jetzt und pack's in eine Box. So, this will store all of your personal inventory in a cargo box on the floor. Okay. So, und dann despawnt sie halt, verdammt. Also, theoretisch ist es so, ihr könnt das in eine Cargo Box reinpacken und diese dann quasi aufnehmen und irgendwie ins Schiff stellen. Also ihr könnt quasi euer Inventar voll machen, macht das dann in eine Cargo Box rein, dann geht ihr zu eurem Schiff zurück, legt es ab und minert weiter. Ja? Denn unser Inventar hier ist ja
nicht unbegrenzt. Wir haben 120.000 persönliche Units sozusagen, die wir aufnehmen können. Das ist immer relativ alles. Einfach gucken, es sind quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Items, die wir aufsammeln können. Und die werden immer pro Slot gesteckt, bis der Kram hier voll ist. Ne? So, also so viel dazu. Ihr seht, das Mining lohnt sich. Also es lohnt sich. Dieser eine Stein alleine hat schon ausgereicht, um den Raumanzug mit dem Rucksack komplett zu finanzieren. Ne? Das ist schon ziemlich beachtlich. Also könnt ihr auch gut Kohle mitmachen. Holt euch das auf jeden Fall. Dicker Daumen hoch dafür. Okay, jetzt schauen wir uns als nächstes das Asteroiden-Mining an mit der Prospector. Und dazu mache ich immer nochmal einen kleinen Cut und würde sagen, bis gleich. So Freunde, und da sind wir jetzt mit der Prospector im Asteroidenfeld von dem wunderschönen Mond Jela. Und ich zeige euch gleich nochmal genau, wie das Ganze funktioniert mit dem Scannen und dem Minern. Aber zuerst einmal möchte ich euch was anderes zeigen, nämlich dieses hier. Es gibt jetzt in der Alpha 3.7 neuerdings die Möglichkeit, an den Asteroiden auch FPS-Mining zu betreiben. Und dann habt ihr so ein Diamantensymbol, so wie ihr es gerade gesehen habt. Also irgendwo hier auf dem kleinen Steinchen wird sich noch ein anderer Stein befinden, den wir nur mit der Hand abbauen können. Also mit dem Handgerät, ne? So, ich guck mal ganz kurz, ob ich ihn hier finde. Die sind nämlich sehr, sehr klein. Aber sie sind theoretisch zumindest sichtbar. Wir gucken mal kurz, ob wir es hier erkennen können. Irgendwo muss er ja sein. Ansonsten müssen wir mal aussteigen und nochmal genau gucken. Mal Licht ausmachen. Vielleicht sieht man es da besser durch den Kontrast. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig zu erkennen. Also, wir wissen aber, dass er da ist. Ne? Durch dieses kleine Diamantensymbol haben wir es ja schon gesehen. Und jetzt ist folgendes. Wenn ihr einen Asteroiden findet mit der Prospector, der dieses Symbol hat, ist es wichtig, dass ihr aussteigt aus dem Schiff und diesen kleinen Brock mit der Hand abbaut. Denn wenn wir den jetzt normal, den Asteroiden minern, was wir gleich tun werden, dann geht dieser kleine Stein kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Den wollen wir hier abbauen und uns das Zeug holen. So, jetzt müssen wir mal hier in Ruhe gucken, wo der eigentlich ist. Das ist ein bisschen Sucharbeit, aber es rentiert sich halt, weil ihr habt vorhin ja gesehen, wie viel dieser kleine Kram wert ist. Obwohl es halt echt nicht so viel ist. Und da kann man sich ja mal die Taschen voll mitmachen, ne? Wenn man eben minert, why not? Oder ihr habt einen Kumpel mit dabei. Dann könnt ihr den rausschicken, dann kann der in Ruhe hier absuchen. Ihr fliegt derweil weiter und holt euch einen Asteroiden ohne FPS-Mining-Objekt. Ja? Das geht auch. Und dann kann der in Ruhe das Ding abbauen. Und ihr baut derweil einen anderen Stein ab. Gar kein Thema. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn, der kleine Stein? Hm? Tja, das ist immer die große Sache. Da ist er, glaube ich. Ist das der Stein? Ja, da ist er. Wirklich, also unglaublich schwer zu sehen hier in der kleinen Kuhle drin sozusagen. Und den können wir jetzt ganz normal, wie wir das schon kennen, abbauen. Mit der Taste 4, Mining Tool rausholen, Rechtsklick und dann kurz scannen lassen. Da ist Dolivin drin, was auch immer das ist. Es ist im Grunde genommen auch irrelevant, welches Material das hier genau ist. Ihr wollt es in jedem Fall haben, weil es super viel wert ist. Immer. So. Dann machen wir den Laser hier auf Maximum, vielleicht noch ein bisschen näher ran. Dass der Kollege hier auch mal hochkommt. Ja, da kommt er langsam. Sieht jetzt auch von außen sehr, sehr cool aus. So. Ja. Also, das hat auf jeden Fall Style. So zu minern. So, jetzt sehe ich halt dummerweise mein Dings nicht mehr. Achso, ich war auf 0%, haha. So, also, wir bauen den ganzen ab, so wie wir das schon kennen. Auf Maximum gehen, den Balken füllen. Keine Sorge, wenn er so ein bisschen hin und her schwankt, das machen die manchmal. Einfach möglichst ruhig halten und warten, bis der in der Nähe vom grünen Bereich ist. Und dann runterscrollen, dass wir nicht überhitzen. So, jetzt können wir schon mal langsam runtergehen, bis nachher vom Gas. Kommt auch schon ordentlich Dreck hier raus. Kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr die Sache hier übertreibt und das Ding in den roten Bereich geht, dann geht das Material kaputt. Das überhitzt dann einfach zu sehr
und dann habt ihr am Ende gar keinen Reward. Also lieber vorsichtig machen, ein bisschen Zeit lassen. Wäre halt schade drum, wenn ihr das Material zerstört, ne? Weil deswegen seid ihr ja letztendlich hier. Und ihr seht, das geht hier wunderbar. Und hier ist es im All ein bisschen ungünstig. Weil da fliegt euch hier eben alles so ein bisschen entgegen. Aber es fliegt nicht ewig. Also es hört irgendwann auf. Also im besten Fall ja schon die wegfliegenden Dinger einsammeln, so gut es halt geht, ne? Zack. Nächste. Nächste. Na komm, nimm es. So, das hier auch noch. Also geht wirklich einmal frei. Eigentlich kann man sich nicht beschweren, aber... Hat er irgendwo verletzt. Warte mal, wie war denn das? V? B? H? Weiß nicht mehr, wo man sich heilen kann. Fuck. Egal, ich hoffe, wir überleben das. Es ist ja nur gelb. Also gelb ist, glaube ich, noch kein Problem. So, da ist noch ein Steinchen. Nehmen wir auch noch mit. Zack. So, da ist noch einer. Also ihr könnt die noch ganz gut eigentlich sehen. Normalerweise klappt das. Her damit. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Noch irgendwas rumfliegt hier. Da ist noch einer. Sieht wirklich cool aus, die Teile, ne? Also, gar nicht mal so schlecht gemacht. Zack. So, das müssten jetzt aber alle... Ah, warte, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ihr könnt auch im Zweifel von den Prospector die Scheinwerfer anmachen, dann beleuchten die den ganzen Bereich. Das geht also auch, ne? So, ich denke, wir haben alles. Das ist alles ein bisschen weggeflogen. Nur kurz drüber gucken. Sieht aber in Ordnung aus. Okay. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um das eigentliche Mining mit der Prospector. Das habe ich schon mal gezeigt, da hat sich jetzt nicht viel dran geändert. Das ist ja ein Mining Guide und insofern möchte ich es gerne komplett haben. So. Okay, ich will nur mal ganz kurz was schauen wegen dem Arm. Warte mal, Keybindings, wie ist denn hier? On Food. Blablabla, bla, bla, bla. Drop Item, Heal ist C, aha, mit C. Pam, in den Arm rein und da geht es uns auch wieder gut. So, okay, dann machen wir mal das richtige Mining. Denn hier ist es jetzt ein bisschen anders, werdet ihr aber auch gleich sehen. Und zwar, wir drücken einmal auf die M-Taste, ich mache mal den Scheinwerfer aus, auf die M-Taste drücken und dann aktivieren wir unser Mining-Modul, unten hier diesen wunderbaren, ne, hübschen. So, und jetzt können wir hier mit der linken Maustaste den Mining Laser anschmeißen und hochscrollen. Also ähnliches System, ne? Einfach mal hochscrollen, bis wir quasi uns den Rock, dieses Rock Energy Level, was ihr links unten seht, das muss in den grünen Bereich. So, wenn es nicht tut, näher ran. Ja. Mir tut sich gar nichts. Ist es verbuggt oder was? Warte mal. Ich gehe nochmal mit dem Mining-Ding ran. Ah doch, er war schon ein bisschen hoch. Okay. Dann nochmal neu. Ja, jetzt tut sich was. Okay. So, kurze Erklärung zu den Materialien. Es sind jetzt natürlich andere Materialien als beim FPS-Mining, also die sind voneinander getrennt. Beim FPS-Mining geht es eher um so Edelsteinchen, ne? Also weniger um Erz, sondern eher um so, ja, Steine, die was wert sind. Beim Mining, beim richtigen Mining geht es eben darum, Aluminium, Corundum, Titan. Es gibt ganz, ganz viele Materialien. Laranit, Taranit, Gold, Diamant, bla bla bla. Gibt es riesige Listen von. Packe ich euch einen Link in die Kommentare angepinnt, wo ihr das Ganze findet und was es aktuell, wichtig, aktuell wert ist. Denn diese Werte ändern sich. Ich habe keine Ahnung gerade jetzt in dem Moment, was sie in der 3.7 kosten, diese Mats. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viel Kritik gab am Mining-System, weil man gesagt hat, hey, Leute, das Zeug ist nichts wert. Gar nichts. So. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile angepasst haben. Werden wir dann auch gleich noch sehen. Wir gehen gleich nämlich verkaufen, wenn wir hier das Ding abgemeinert haben. So. Jetzt geht rechts, der Sensor ist gleich auf Maximum und dann passiert Folgendes.
das Ding zersplittert jetzt in mehrere Brocken. So, und jetzt müsst ihr auf die Umrandung gucken. Einen gelben müsst ihr nochmal, genauso wie gerade eben, in mehrere Stücke teilen. Einen lilanen könnten wir sofort abbauen, aber ich glaube, die sind alle gelb. Jo. Dann nehmen wir jetzt mal den hier. Aluminium, Titanium. Jo, nehmen wir mal den mit. Wie gesagt, normalerweise würde man jetzt in der Tabelle gucken. Wahrscheinlich hätte man den hier zum Beispiel überhaupt gar nicht abgebaut, mal davon abgesehen. Denn wir wollen ja eigentlich im besten Fall nur die wertvollen Materialien. Denn die Prospector hat natürlich nur einen begrenzten Frachtraum. Da seht ihr ganz rechts Cargo-Kapazität. Und diesen begrenzten Frachtraum wollen wir natürlich nach Möglichkeit so voll machen, mit guten Materialien, wie es nur irgendwie geht. Wie funktioniert das Ganze? Wir machen das so wie hier jetzt, dass wir wissen, okay, als Beispiel, sagen wir mal, Titan wäre jetzt sehr, sehr wertvoll. Dann freuen wir uns natürlich, wenn wir jetzt möglichst viel Titan bekommen. Wir teilen diesen also wieder in mehrere random große Stücke und hoffen, das ist ein bisschen Zufall, dass einer dieser Brocken jetzt, die wir jetzt hier rausgezogen haben, das sind jetzt vier Stück, möglichst viel Titan enthält, also hohe Konzentration. Denn das, was quasi... Sagen wir mal, es ist Titan drin, ich spinne jetzt mal 10% Titan und 5% Aluminium, dann haben wir 15% Erz sozusagen. Die anderen 85% sind Dreck, die sind total wertlos. Das heißt, wir wollen maximale Prozente, im besten Falle von wertvollen Materialien. So, jetzt schauen wir mal, was wir drin haben. Bisschen Aluminium und 16% Titan, das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, jetzt machen wir die rechte Maustaste. Denn die Prospector kann zum Glück, die hat einen Traktorstrahl. Das heißt, die kann jetzt diesen Stein einsaugen. Und das geht dann so. Linke Maustaste drücken einfach und dann saugt sie das voll. Und ihr seht rechts, dass unser Cargo-Raum voll wird. So, und dann ist der Stein einfach weg. Jetzt gucken wir uns den nächsten an. Ne? Jetzt gehen wir quasi auf die Lilanen und schauen, dass die Prozente hoch sind. Hier zum Beispiel, der ist relativ wenig. Wir haben hier nicht mal 5%. Das heißt, wir haben über 95% Dreck. So rum müsst ihr es halt immer betrachten. Und das heißt, der ist komplett egal. Es sei denn, dieses Material, was jetzt die wenigen Prozente hat, ist unfassbar wertvoll. Sowas gibt es aber meines Erachtens nicht. Also wir wollen schon immer mindestens zweistellige Werte haben, wenn wir alles zusammenrechnen. Das muss zum Beispiel jetzt hier bei 9% auch nicht unbedingt. Was haben wir hier? Gibt auch welche, diesen empty, also leer. Ah, der ist zum Beispiel auch kacke, ne? Den wollen wir auch nicht haben. Jetzt, wenn wir jetzt den nächsten Festes finden, nehmen wir den nächsten gelben, machen wieder Rechtsklick und gucken, dass wir den wieder in handliche Stücke teilen, die wir dann einsaugen können. Also gleiches Spielchen, hier haben wir jetzt zum Beispiel nur Aluminium drin. Aluminium ist nicht wertvoll. Aber wenn ich ein 100% Aluminium kriege und ja, das geht, oder 80%, dann nehme ich es natürlich trotzdem mit. Also ich würde grundsätzlich, das ist meine Empfehlung jetzt, ich würde die Steinchen grundsätzlich immer, oh, da unten ist ein Diamant-Symbol. Da muss ich mal kurz schauen gleich, was das ist. Warte mal. Wieso ploppt da einfach ein Diamant-Symbol auf? Das ist ja komisch. Einfach so. Ah, da ist vielleicht noch eins übrig, okay. Müssen wir uns mal merken. So, also ich würde empfehlen, immer die gelben mindestens so weit runter zu machen, dass die lila werden. Und dann könnt ihr immer genau gucken, wie viel bringt das jetzt. 17% Aluminium ist nicht schlecht, aber ist es auch nicht mega Premium. 8%, ja, naja, der ist gelb immer noch, der ist lila wieder hier. 25%, das ist zum Beispiel ziemlich attraktiv, da kann man auch mal zugreifen, auch wenn es nur Aluminium ist, nehmen wir mit. Weil es ist immer so ein bisschen ein Deal, den ihr macht beim Minern. Auf der einen Seite wollt ihr natürlich die besten Materialien in den höchsten Konzentrationen. Es bringt euch aber nichts, wenn ihr dann 10 Stunden lang am Suchen seid. Also ihr müsst irgendwie euren persönlichen optimalen Bereich finden, wo ihr sagt, okay, das ist es noch wert. Das ist aber auch Erfahrungssache, das ist auch immer so ein bisschen eure Sache, wie ihr es macht. Meine Empfehlung ist halt immer mindestens zweistellig abbauen. Niemals einstellig. In der Regel ist das so eine Faustformel, mit der kann man erstmal arbeiten. Und eben, also immer die gelben teilen. Gucken, was wir hier haben. Ja, guck mal, das ist zum Beispiel... Ja, egal. Wir machen das trotzdem. Ja, einfach mal aufschneiden. Geht ja schnell, das ist ja jetzt kein Weltuntergang. So... Es ist ja auch nicht künstlich ewig in Länge ziehen, aber ich mache den Asteroiden hier einmal komplett durch, dass ihr es mal gesehen habt, ne? Und je nachdem, wie viel Glück ihr habt, das ist ein Glücksspiel letztendlich, wie gut ihr, also ob ihr gute Steine findet oder schlechte Steine findet, klar.
Das ist halt immer ein bisschen Glück. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Aluminium. Ah. Wäre jetzt zweistellig, ist aber auch nicht gerade ultra gut. Also gucken wir mal noch die anderen durch. Im Zweifel fliegt ihr halt weiter, ne? Und nehmt euch den nächsten Stein vor. Gucken wir nochmal den hier rein. Nur 0,8% Aluminium, also war nicht wirklich gut. So, jetzt hätten wir noch hier einen gelben. Mal schauen, wie viel da drin ist. Aluminium, Titan. Ah, gut, da ist sogar relativ viel Titan drin. Gucken wir mal, was wir da rausziehen können. Die Grafen brauchen euch nicht wirklich interessieren, das ist eher so eine optische Geschichte. Die helfen euch nicht, dafür ruckeln die viel zu sehr hin und her, als dass die irgendwas Sinnvolles zu euch sagen würden. So, was haben wir denn hier drin? 13,3 Titan, das kann man zum Beispiel sich mal mitnehmen. Das ist okay. Ja, noch ein bisschen Alu, völlig in Ordnung. So, was haben wir hier? Alu. Nur Alu offenbar. Okay, hier ist einer hochgeflogen. Was haben wir da? Ja, könnte man. Ich will mal kurz die anderen uns. Warte, der noch, ne? Der eine noch. Ja, komm. Dann nehmen wir jetzt noch den hier oben mit. Wir wollen ja auch dann mal verkaufen und so ein bisschen Eindruck kriegen, was man dann so rauszieht. Das ist aber, wie gesagt, das ist total abhängig davon, wie lange ihr sucht. Ich habe jetzt hier nur einen Stein jetzt mal genommen. Ja? Das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ. Also das nicht für bare Münze nehmen. Ne? Sondern einfach mal so hinnehmen, dass ihr damit auf jeden Fall ein bisschen Kohle macht. So, jetzt habe ich jetzt zwei Diamantsymbole. Einmal da. Okay. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir steigen mal aus. Denn wir haben offenbar durch das Zerschneiden des Asteroidens noch weitere FPS, ja, das ist furchtbar, ich habe noch keinen richtigen deutschen Namen dafür, per Hand minerbare Stücke gefunden, hier so kleine. Und die nehmen wir natürlich auch noch mit, klare Sache, wenn es funktioniert. So, denn die dürften am meisten Geld bringen. Also das ist jetzt mal kein Mist, die dürften richtig viel Asche bringen. Dolly Wien haben wir hier wieder. Nehmen wir mit, scrollen mal komplett hoch. Und währenddessen erzähle ich euch noch was zum Minen auf dem Planeten. Denn das zeige ich jetzt hier nicht. Denn das Minen auf Planeten oder auf Monden, also in der Atmosphäre, wenn ihr so wollt, ist genau das gleiche wie das, was ich euch gerade gezeigt habe bei Asteroiden. Hallo, geht der Balken hoch? Oder sehe ich ihn bloß wieder nicht? Oh, warte mal, es hat sich irgendwas vorgeschoben. Sekunde. Irgendwas hat sich jetzt hier gerade verdreht. Einen Moment. So, Entschuldigung. Okay, machen wir nochmal hier. Ist hier irgendwie kein Balken. Nicht gut. Ja, noch tut sich hier gar nichts. Müsste aber eigentlich. Das ist ja kurios. Das ist wirklich kurios. Aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz neue Mechanik, also dass ich das hier nicht so für schlimm nehme, wenn das mal jetzt nicht funktioniert, das kann schon sein, das ist ja noch ganz, ganz frisch sozusagen, noch nicht mal eine Woche draußen. Wie ist es nochmal? Noch näher ran möchte ich eigentlich schon gar nicht mehr gehen. Bin schon im Stein drin bald. So schöne Sachen drauf malen hier. Kann man komplett ausmalen, das Ding. Ja, irgendwie will er nicht. Das kann manchmal sein. Es gibt manchmal einfach, da ist einfach der Wurm drin.
Und da war noch einer, ne? Irgendwo hier. Ah, den sehe ich natürlich jetzt hier nicht mehr. Na, sehe ich ihn vielleicht doch? Ne, sehe ich nicht. Der war irgendwo hier rechts. Den würde ich gerne mal versuchen. Es wäre halt echt schade drum, das Zeug liegen zu lassen. Ich ärgere mich jetzt auch gerade, dass... dass ich den nicht minern kann. Ich sag gleich nochmal was zum Bodenmining. Einen Moment kurz. Ich will jetzt nochmal hier schauen. Lodivin, sagt er mir. Ja, schön. Mal gucken, ob wir den Sur hier mitnehmen können. Mit dem Traktorstrahl. Nee, das macht er halt nicht. So, und dann ist nochmal einer genau da vorne. Okay. Dann gucken wir uns den nochmal fix an. Sekunde. Gehen wir einfach nochmal hin. Vielleicht können wir den abbauen. Auf jeden Fall immer mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen sage ich, es macht auch wirklich Sinn, wenn ihr zu zweit minern geht. Wenn ihr es denn, also wenn ihr einen Kumpel habt, der das kann, dann ist es immer super. Wo ist denn der jetzt hin? Oder ist es nur eine falsche Anzeige? Ich seh ihn halt nicht. Ich sehe gar nichts. Bin ich auch schon recht weit weg hier? Okay. Egal. Dann lassen wir es mal. Also, ich denke, es ist ja ein Guide. Ich denke, ihr habt es mitbekommen, wie es funktioniert. Jetzt nochmal ein paar Worte. Ich fliege es übrigens jetzt nach Port Onisan, verkaufe den Kram und ich bin mal gespannt, was wir dann dafür kriegen. Noch ein paar Worte jetzt zum Thema Mining auf Planeten oder Monden. Also, es ist genau dasselbe Spiel wie hier im Weltall. Der einzige Unterschied ist, dass ihr natürlich Schwerkraft habt. Das heißt, ihr müsst gucken beim Minern, dass ihr nicht runterfallt. Das ist eh klar mit dem Raumschiff. Ja. Und die Steine, die sprengt es nicht so schön auseinander, sondern die fallen so ein bisschen in sich zusammen. Da ist es ein bisschen schwieriger zu minern. Ich persönlich bevorzuge eigentlich immer das Mining im Weltall. Das macht mir am meisten Spaß. Das ist am coolsten. Und, warte mal, wo ist Port Onisan? Port Onisan? Sehe ich gar nicht. Warte mal, machen wir mal Kurs setzen hier. Geht ja auch. Port Onisan. So. Da rechts wäre gewesen, alles klar. So, aber im Prinzip ist es, also von der Mechanik her ist es genau gleich. Es ist vollkommen identisch. Ja. So, und auf diese Weise könnt ihr euch eben diese Rohstoffe einverleiben und diese dann verkaufen, so wie wir das vorhin schon gerade gemacht haben. Wir machen das jetzt nochmal kurz in Port Odessar, um nochmal so ein bisschen ein Gefühl für die Preise zu kriegen. Also wir haben jetzt, nochmal kurz um zusammenzufassen, wir haben jetzt einen Stein gemeinert, also einen Handstein sozusagen, ja, mit Dolomien oder wie das Zeug heißt. Uch. Und wir haben darüber hinaus einen Asteroiden gemeinert mit Titan und Aluminium. Und das mit recht hohen Prozenten. Kann man machen, ne? Wie gesagt. Wir gucken mal, wie viel Kohle wir jetzt dabei rausziehen. Ihr könnt grundsätzlich überall minern. Ich glaube, auf Hurston kann man nicht minern und auch auf Arkop nicht. Aber ansonsten könnt ihr im Grunde überall minern. Also überall, wo ihr entweder Asteroiden habt oder eben auf Monden. Also dort habt ihr auch ganz oft Materialien. Da müsst ihr halt einfach ein bisschen rumfliegen und einfach scannen. Ach so, das hab ich noch vergessen. Das Scannen. Das Scannen ist auch relativ simpel. Ihr fliegt einfach dorthin, wo ihr denkt, dass ihr was minern könnt, zum Beispiel im Asteroidengürtel oder so. Und dann drückt ihr auf die Tab-Taste. So, und dann könnt ihr hier mit dem Mausrad einstellen, wie ihr wollt. Ja? Also ihr könnt ein bisschen weiter reinzoomen, dann könnt ihr da ein bisschen genauer suchen. Oder ihr sucht einfach weitflächig. Ich mache immer die 2. Also normalerweise ist das hier Standard. Ich mache immer einmal rein auf die 2. Und dann macht ihr rechte Maustaste. So, lasst los. Und dann scannt er. Und dann findet er hier zum Beispiel das Port Odessa, hat er jetzt gerade gefunden. Wow, was für eine Überraschung. Und dann habt ihr hier quasi so ein Viereck. Ja, also Viereck, nicht so ein Würfel. Und genau in der Mitte des Würfels befindet sich dann entsprechend der Asteroid. Das gleiche gilt auch für Planeten oder Monde. Da ist es halt nur eben auf dem Boden. Ne? So, und dann drückt ihr einfach auf M. Da kommt dann mein Laser raus und dann, wie ich es gerade gezeigt habe. Also es ist sehr, sehr simpel. Der Teufel liegt halt immer im Detail. Man muss halt versuchen, möglichst effizient zu minen. Das ist eben wichtig. So, jetzt hole ich jetzt meine Landerlaubnis. Komms, Port Odessa.
gucken, wo ich darf. Ne, also im Endeffekt fliegt ihr einfach hin, scannt rum, bis ihr was gefunden habt und dann zieht es euch einfach ein. Wenn es was Sinnvolles ist. Und wie gesagt, zweistellige Beträge machen definitiv Sinn. Und also zweistellige Prozentbeträge, ne? Und ansonsten, ja, guckt mal in die Tabelle rein, welche Materialien wertvoll sind. Da gibt es, wie gesagt, einige, die sich lohnen. Und wenn ihr die findet, umso besser. Aber denkt dran, die sind halt selten und auch nicht in hohen Konzentrationen vorhanden. Ne? Und dann müsst ihr halt eben abwägen, ob ihr noch mehr Zeit reinstecken wollt, um weiterzusuchen. Oder ob ihr sagt, nee, komm, der Stein hier, der reicht mir auch erstmal. Ne? Dann kann ich erstmal was abgeben gehen. So, später irgendwann wird dann die Prospector diese Kanister, das ist hier die Erzkanister, das Zeug quasi drin, wird sie die abwerfen können und die hat dann noch ein paar weitere, quasi zum, das sind so aufblasbare Kanister quasi, ne? Da kann sie abwerfen und dann einen neuen hochziehen und weiter minern. Also später können dann mit einem Kumpel zusammen spielen, der hat zum Beispiel eine Karte aus Black, ne? Die Prospector wirft ihre Container ab, der andere Typ in der Karte aus Black saugt die mit dem Traktorstrahl einfach bei sich ins Schiff oder mit der Caterpillar oder so, ja, und gib die einfach ab. Das heißt, du kannst später dann mit der Prospector durchgängig quasi minern, wenn du einen Kumpel hast, der dir immer wieder deinen Kram abnimmt und das Zeug für dich verkaufen geht, ja, oder in die Raffinerie bringt oder wie auch immer. So, aktuell geht das nicht, dann müsst ihr das halt so machen wie ich gerade, also Frachtraum voll machen, habe ich jetzt natürlich nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Einfach bis 100% und dann hier nach Porto de Sar oder wo auch immer verkaufen. So, und dazu brauchen wir jetzt allerdings die Mining Terminals, das sind diese hier, ne, bei Port Odessa. Und die erkennt ihr übrigens immer daran, dass ihr oben nicht Buy habt oder Sell, sondern könnt ihr nur immer auswählen. Und da ist jetzt die Misk Prospector, zack. Und hier können wir jetzt verkaufen und bekommen läppische 1574 Tacken. Also hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Und ihr seht auch hier, um das nochmal deutlich zu machen, wir haben im gesamten Inventar 8% Titan, 8% Aluminium und 83% Inert Materials. Also das ist quasi Müll, also Dreck, Staub und so Kram. So, das ist halt das, was ich meine. Deswegen so möglichst hohe Prozente. Ne? Okay, ich verkaufe das jetzt hier in die Raffinerie. Pam. Und kriege dafür ein bisschen Kohle. Und mein Schiff ist wieder leer. Meinen eigenen Kram muss ich hier verkaufen. So wie auch schon vorhin in Lorville gezeigt. Mache ich auch mal. Sell. Nehme mein persönliches Inventar. Und wir gucken mal, was der Kram wert ist. So. 1170. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also das ist, ihr habt es ja vorhin schon gesehen. Das ist sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Das bringt fast schon mehr, als mit der Prospector zu minern, was ich irgendwie witzig finde. Dafür sind sie aber relativ selten. Ich denke, wir können mal kurz so zusammenfassen zum Schluss. Wenn ihr keine Prospector habt, könnt ihr trotzdem minern. Dann allerdings natürlich nur in Höhlen oder vielleicht in der Open World, wenn ihr mal so einen Stein findet. Ansonsten nicht, denn ihr könnt ja bei den Asteroiden, die könnt ihr nicht scannen, wenn ihr keine Prospector habt. Da findet ihr einfach nichts, ne? So, wenn ihr eine Prospector habt oder sie euch ausgeliehen habt im Spiel oder auch im Spiel gekauft habt, dann könnt ihr scannen gehen bei Asteroidenfeldern, auf Monden oder Planeten oder wo auch immer. Und wenn ihr dort irgendwas gefunden habt, dann könnt ihr es abbauen mit der Prospector. Das bringt dann entsprechend Geld, je nachdem wie gut ihr quasi minert. Mal so eine Zahl vielleicht, in der Alpha 3.6 waren es so im Schnitt 20.000 bis 30.000, die man gemacht hat, wenn man gut gemeinert hat, in einer Stunde. Das ist nicht besonders viel. Das ist, wenn man es ganz genau nimmt, ist es sehr, sehr wenig. Hat sich nicht wirklich rentiert. Mal gucken, ob die Preise jetzt besser sind, aber so ungefähr war das. Ne? So, und wenn ihr scannt, findet ihr auch diese kleinen Edelsteinchen-Symbole an den Asteroiden und mit denen, oder bei denen wisst ihr, okay, da ist noch was draußen dran. Und das hat natürlich absolute Priorität. Ihr habt ja gesehen, das war im Prinzip schnell gefarmt und war sogar mehr wert. Ihr könnt sogar so weit gehen und sagen, lasst den ganzen Stein quasi in Ruhe und nehmt nur den Edelstein. Allerdings, wir hatten ja auch gerade festgestellt, wenn wir den aufschneiden, kommen nochmal Edelsteinchen raus, die quasi innen drin sind, an die wir sonst nicht rankommen. Also es lohnt sich vielleicht dann doch, den so weit aufzuschneiden. Nur weil es bei mir es halt rumgebackt hat, hat es nichts gebracht, aber das muss ja nichts heißen. Ne? Dieser Bug wird irgendwann dann entfernt und dann funktioniert das. Also ich denke, da haben wir eine ganz gute Übersicht jetzt, oder ich habe eine ganz gute Übersicht über das Mining. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr die Prospector
kaufen wollt, die Prospector ist, glaube ich, durchgängig verfügbar, kostet, glaube ich, $140 plus Steuern, also irgendwas so um die 150 Euro, glaube ich, sind das dann mit Steuern. Ist also ein relativ teures Schiff, aber es ist eben auch ein Berufsschiff und die sind immer teuer. Also die ganzen Einsteiger-Berufsschiffe sind teuer, weil sie halt eigentlich auch viel Gewinn bringen irgendwann. Ja. So. Okay, so viel von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your throne?